weiß, dass du auch an mich denkst. Doch wenn wir uns sehen, ist unser Blick gesenkt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute geht es um diesen Instagram-Beitrag von Pietro Lombardi. Mit ganz viel Gefühl singt Pietro auf Instagram in die Kamera und man merkt ihm an, dass ihn der Text berührt. Fans mutmaßen, dass sich diese Worte an seine Ex Sarah Engels richten. Ein Gruß an Sarah? Fragezeichen, vermutete eine Userin. Eine andere meint, der Song sei wie für Sarah geschrieben. Kein Wunder, dass sich bei Pietro gerade Sehnsucht nach seiner Zeit im Familienglück mit Sarah regt. Seine Ex hat einen festen Freund, Roberto, der auch im Leben von Alessio eine große Rolle spielen dürfte. Ich vertraue ihm Alessio voll und ganz an, erklärte Pietro zwar kürzlich im Gespräch mit VIP News. Auch Sarah wünschte er nur das Beste. Dass ihr neues Glück für ihn aber schmerzhaft mit anzusehen ist, kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der schon mal eine Trennung durchlebt hat. Und nun schauen wir ganz kurz in das beschriebene Instagram-Video. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Eine kleine Hörprobe. Lasst eure Meinung da. Ich liebe euch. Alle, alle. Ich weiß, dass du auch an mich denkst. Doch wenn wir uns sehen, ist unser Blick gesenkt. Es tut schon wieder weh, wenn ich dich live sehe, kann dich nicht ansehen, kann's nicht verstehen. Es tut schon wieder weh, denn es ist vorbei. Ich lieg hier allein, schlaf ohne dich ein. Es tut schon wieder weh, denn du warst die eine. Ich wollte sonst keine, keine nur dich. Es tut schon wieder weh, es tut schon wieder weh. Ja, aber Pietro Lombardi macht sich wenig Hoffnung. Dass er sich bei Sarah wenig Hoffnung machen kann, könnte der Grund für den traurigen Ton seines neuen Songs sein. Ich weiß eigentlich, dass es kein Liebes-Comeback geben wird, bedauerte der Sänger Anfang August noch in einem Interview mit RTL. Auch Fans machten sich unter dem neuesten Beitrag Gedanken um Pietro. Was auf der Hörprobe zu hören ist, ist in meinen Augen depressiv und passt ganz und gar nicht zu dir, meint ein User. Herzschmerz gehört zum Leben, warum sollte er dann auch nur immer fröhliche Musik machen, gibt daraufhin eine andere Userin zu bedenken. Die Mehrheit der Kommentare sind aber positiv. Pietros Fans gefällt diese andere Seite des Stars. Zurzeit vergnügt sich Pietro übrigens mit seinen Jungs auf Malle, auch um abzuschalten und nicht ständig mit Sarah und ihrem Freund konfrontiert zu werden. Hoffen wir also, dass Pietro seinen Schmerz überwindet und auf seinem neuen Album, das laut seiner Bildbeschreibung bald rauskommen soll, auch wieder ein paar fröhliche Hits zu finden sind. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Erstmal, was sagt ihr zu dieser Hörprobe? Zweitens, wie würdet ihr sie interpretieren? Schreibt's einfach mal in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.